Gute und herzlich willkommen zu Suicide Squad Kill the Justice League. Naja gut, mein Englisch ist halt nicht so toll, ne? Damit müssen wir jetzt einfach mal leben, ne? Ja, ich habe mir das Spiel mal geholt, ne? Ich will mal reinschauen, mal ein bisschen ballern. Mal gucken, ob es gut ist. Also, wir legen los. Ihr könnt auch gerne abonnieren, ne? Natürlich. Stadt wirklich verändern. Das Wetter, die Gentrifizierung, die Alien-Invasion. Task Force X, hört mit dem Sightseeing auf und seht lieber zu, dass ihr alles tötet, was ihr seht. Ich sag's nur ungern, aber Waller hat recht. Wir haben zu tun. Wie habt ihr drei euch diesmal verirrt? Hey, das war aber nicht meine Schuld. Dieses Mal. Treffen wir uns am Daily Planet. Er liegt ausgesprochen zentral. Ganz unser Reiseleiter, Sharky. Liebes. Na los, Konzentration. Okay, umsehen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Stehen wir also unter hohem Druck und großem Stress? Ja, da komme ich auch nicht mit, Floydy. Sag mal, bist du nicht auch ein Army-Haus? Sogar ich habe das verstanden. Lasst euch nur nicht bei irgendwas Primitivem umbringen. Du kennst ja Boomer. Er ist immer primitiv. Hey! Warte! Du bist primitiv! Genau das meine ich. Ja, das lässt sich ganz gut steuern soweit. Jetpack ist cool, ja. Cool, cool, cool. Und hier rum. Bam. Boah, der Nacht, wenn er nach oben, oder? Eieiei, gerade so, ne? Okay. Ich muss nur tun, was ich am besten kann und treffen. So ein kleiner Schild hält mich nicht auf. Ich nutze einfach meinen Jetpack. Ja. Hey. Einfach so durchfliegen. Durch den Schild. Hey, du da. Muss nachladen. Was? Was war das jetzt? Sei tot, bleib tot. Zu weit. Aber ich bin immer auf jedes Ziel vorbereitet. Einfach eine andere Knarre. Okay. Langsam atmen. Ah, nice. Headshot! Headshot Perfekt. Macht einen Headshot! Okay, ich schaff das, ich schaff das. Nur keine Panik. In die Luft, Nachbrenner, atmen, Kickstart. Einfach. Das ist total einfach. LB? RB wieder. Das habe ich schon jetzt falsch gemacht. Nachbrenner LB. Macht den Nachbrenner. Er hat eben bei mir nicht richtig funktioniert. Ich habe drauf gedrückt. Und der wollte mich starten, der Kickstart. Jetzt geht's. Okay. Hab hier ein paar Zielobjekte. Oh, Positionen.
Waffe wechseln, ne? Okay. Also das Zielen geht auch klar. Es muss nicht immer um Genauigkeit gehen, nur Effizienz. Ja, einfach so geworfen haben. Was? Sind gar nicht alle tot? Was ist denn jetzt los? Haut. Daneben geschossen. Ah, ja klar, komm. Ich dachte, wir sammeln uns. Shark? Shark, wo steckst du bloß? Aha. Oh, jetzt wird's cool. Den nehme ich schon auf. Tunnel. Trotz der Länge nur zwei Ausgänge. Das scheint äußerst bedenklich. Menschen bauen sehr interessant. Tja, du Haifisch. Hier geil, ne? Krass. Forschst du etwa schon wieder? Können die Bilder nicht warten? See. Die Erfahrung wäre nicht dieselbe, Floyd Lord. Ich würde dich nie bitten, Illustrationen von Atlantis anzusehen. Es muss erlebt werden. Und hier durch. Bilder eigentlich lieber. Oho! Neue Deadshot-Phobie! Nee, das ist keine Phobie. So, jetzt haben wir halt erstmal das. Im Rast geht. Okay. Das springt. Tutorial haben wir jetzt erstmal, ne? Da müssen wir jetzt durch. Tiefer Fall. Momentum, Gravitation und Masse in Harmonie. Was? Wieso macht er keinen Gipfelsprung? LB? Wenn nur Feinde hier wären. Keine Freunde hier. Sehr spritzig. Oh, wer hat Sharky zu Witzen ermutigt? Ein Flug durch die Luft hat seine Vorteile. Weniger Landbewohnerabfall. Viel weniger. Weit geringerer Widerstand als Wasser auch noch. Ich hatte noch Hunger auf neue Gegner. Okay. Freunde bezogen, ist schon mal gut, ne? Ich werde tief in den Kampf eintauchen und unter ihnen die Strömung verändern. Okay. Okay. Mehr? Out. Headshot, ne? Ich weiß euer Opfer sehr zu schätzen. Ich wollte noch etwas trainieren. Hey Sharky, willst du eine echte Stadtführung? Ich zeig dir jeden Top-Ort für Mysterien und Psychopathen in Gotham. Oh, ich habe schon eine Liste. Doch die Perspektive einer Einheimischen interessiert mich. Quinn ist da die beste Wahl. In meinem Beruf genieße ich nicht gerade die Aussicht. Darf ich da auffliegen? Freund, Kumpel, hast du jemals was von Urlaub ohne Mord gehört? Okay.
gut, kann man ja so machen, ne? Grüß dich, Deadshot. Wo sind Harley und Boomerang? Nicht bei dir. Das ist das Problem. Boomer, bitte komm. Boomer. Boomerang. Boomerang. Ja, ja. Also ich musste Brainiacs halbe Armee abwehren. Ja, und ganz alleine. Ja, ich. Also erzähl uns alles über deinen großen Kampf. Ja, erfreue uns mit glorreichen Kampfgeschichten. Ja, na ja. Weißt du... Lass dir Zeit, Schätzchen. Lass den geistigen Boomerang zurückkommen. Mhm. Okay. Einmal zu viel. Da ist ein Haufen von denen vor mir. Mindestens 30. Muss sie erst vermöbeln, um sie schildelos zu werden. Das ist halt meine Art, Freunde. Oh. Okay. Kurzer Prozess für den Captain. Oh yeah. Ja. Yeah. Das kriege ich wohl hin. Ganz einfach eine Speed Force vor die andere setzen. Okay. Ja, na toll. Oh, das ist ein großer. Aber wenn Deadshot und Shark das schaffen, dann kann ich das auch. Ich brauche jedes bisschen Speed Force, das ich habe. LB? Ich glaube, mein LB-Trigger, der ist irgendwie ein bisschen defekt. RB halten? Und jetzt. Boomer, beweg deinen Arsch! Aha. Einige von uns kämpfen hier um ihr Leben! Hetz mich nicht so! Brauchst du Unterstützung? Nein, ich hab's erledigt! Wie ein Profi! Oh, verstehe. Wie ein Profi. Klar. Bin ich doch. Ja, wenn man sich hier mal ein bisschen reingekruft hat, ne, geht es. Harley Quinfield. Ah, Boomerang. Du siehst trotz angeblich heftiger Kämpfe unverletzt aus. Hast du Harley gesehen? Nee, ich hab sie nicht gesehen bei all den Leichen. Hey, Halt! Wohin bist du verschwunden? Hast dich doch wohl nicht vermöbeln lassen. Und Deadshot so? Du gibst nichts auf Selbsterhaltung, Quinn? Muss man erlebt haben. Also, bändig. Egal, ich bin in einer Gotham-Minute da. Ist also die Harley Quinn, ne? Ja. Spielst du wieder mit toten Schlägern? Das ist gruselig. Ein bisschen.
Aber es ist gerade wie Balsam für meine geschundene Seele. Könnte schlimmer sein. Ich könnte wie Boomer sein. Hey, was soll das denn bitte heißen? Es wird vermutet, dass du nicht badest und nur deine Waffen reinigst. Kumpel, ich mache alles mit meinen Boomerangs zusammen. Sogar duschen, aufs Klo, alles. Ja, du machst es gerade irgendwie nur noch schlimmer. Das ist die Hölle. Ich bin tot und so sieht meine Hölle aus. Batman irgendwo in der Nähe. Ich schwing. Warum habe ich Batman sein. Hat dir das ein Batman geklaut? Aha. Was? Wer ist da runtergefallen? Ob Make-up oder auf den Boden zu rasen, der richtige Verlauf macht's doch aus. Okay, 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 okay. Halli, Halli, der haut rein, ne? Wow. Boah, Birne weg, ne? Schön mit Basie. Körper mit Schwung ins Unbekannte zu schleudern. Hey, aua. Wow, 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 wow. Ja, ist nicht schlecht. Loslassen, auf die Bat-Drohne warten, nochmal schwingen, perfekte Landung. Okay, ob ich das so perfekt auch hinkrieg? Hier, Apokalypse, alle tot. Naja. Nochmal so, mit Drohne warten und. Ah, wow, 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 wow. Oh. Ah, tatsächlich perfekt gelandet. Nicht wie im Junioren-Gymnastik-Finale. Was finden die damit? Junioren-Gymnastik. Das sind nicht mehr alle. Na ja, gut, die hat sie wirklich nicht mehr alle. Ja, die Harley Quinn, ne? Jetzt, wo wir endlich alle hier sind, können wir... Oh, fast vergessen, da ist ein Riesenhaufen Schurken, der sich gleich auf uns stürzt, wie auf frische Häppchen am Buffet. Also, wer bleibt und spielt den Helden? Hm? Ich. Harley Quinn ist cool, ne? Deadshot wäre eigentlich auch ganz cool, ne? Bisschen snipen. Aber ich will hier King Shark. King Shark ist der Hammer. Deadshots Kampflektionen werden mir zugutekommen. Gut, dass ich mitgeschrieben habe. Präzises Timing ist der Schlüssel.
ein Kunde, ne? Cool. LTM. Und jetzt? Ach so. Aha. Okay. Ui, ui, ui. Und die Geschirr weg. Was war das jetzt? Was? Ich habe eure Schilde modifiziert. Keine automatische Aufladung, damit ihr euch nicht hinter eurer Deckung verkriecht und meine Zeit verschwendet. Wer überleben will, muss dafür kämpfen. Ihr könnt eure Schildladungen von Feinden im Nahkampf ernten. Okay, dann ernten wir. Cool! Hier ist jemand erntebereit. Wegschuten oder ernten. Fokussiere auf ein neues Ziel. Was? Ach, der lebt noch. Und so. Und so. Dudelt.
Schilde geerntet, ja. Die Was? Heiligen Hallen. Ob es Naschwerk in der Lobby gibt? Gehen wir mal rein, ne, in die Heiligen Hallen. Der Daily Planet stand mal für journalistische Integrität. Was ist nur daraus geworden? Journalismus ist eine der höchsten Berufungen überhaupt. Andere informieren, Missetaten bloßstellen und Klatsch. Höfischer Klatsch kann sogar über Leben und Tod entscheiden. Selbst in meiner Heimat sind die Worte von Lois Lane und Cat Grant heilig. Eine Ehre, diesen Ort selbst besucht zu haben. Wobei mich der Mangel an Naschwerk sehr enttäuscht. Naschwerk? Hey Walla, das Schädelschiff mag uns nicht. Over. Ihr alle zum Zielort. Der Prometheum-Schild ist aktiv, aber er hält nicht ewig. Erinnert mich an Sonntagmorgen zu Hause. Ja, die Nostalgie eines Kriegsgebiets. Bei den Hammerhai-Konflikten in meiner Jugend. Nein, nein, konzentriert euch. Auch wenn diese Haikämpfe echt cool klingen. Begebt euch in die Einsatzzone, Taskforce X. Was macht der Lad? Soll der nachladen? Dein Ziel schmeckt meinem Zorn, Harley. Kommt, ne? Da läuft eigentlich ganz. Helikopter hier. Was geht denn hier? Ich muss auch üben, ne? Es ist gut, ein Raubtier zu sein. Ja, ich habe noch ein bisschen Probleme mit der Steuerung. Runter.
Darüber. Auf in den Kampf! Weich doch aus! Komm raus und stell dich, Tyrann! Vor 7 Tagen. Wo ist die Fledermaus, wenn man sie braucht, ne? Mein Name ist Amanda Waller. Ich bin Direktorin von Argus, einer Division der Heimatschutzbehörde, von der ihr nie gehört habt. Aber wir haben von euch gehört. Und ich mache euch heute ein Angebot. Ihr seid hartnäckig wie wilde Hunde. Verzweifelt. Hungrig. Ihr seid Überlebenskünstler. Das macht euch vielleicht zu den Königen und Königinnen von Arkham, aber da draußen, die Welt hat euch längst vergessen. Und ihr verbringt wahrscheinlich den Rest eures Lebens mit zweifelhaftem Gefängnisfraß. Das kann ich ändern. Vielleicht bin ich euer Ausweg. Die Chance, einmal was Gutes zu tun. Und... Hi, Harley Quinn, Arkham Gazette. Nur eine kurze Frage. Was hat's mit diesem verdammten Hai auf sich? Ich, würde mich nur zu gern vorstellen. Das ist nicht nötig, King Shark. Das ist ein Nanobombeninjektor von LexCorp. Rammt ihm jemanden in den Hals und gute Nacht. Wollt ihr hier euren letzten Atemzug tun? Nein? Dann helft mir. Mir reicht einer von euch. Und die anderen, ihr drei seid schon tot. Nun. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Also. Schon gut, sorry. Also, natürlich will Waller den tödlichsten Attentäter aller Zeiten haben. Aber was sie mit dem Rest von euch will? Wie ich Amanda Waller kenne, bestimmt nichts Gutes, nach meiner Erfahrung. Woher zur Hölle bitte willst du sie denn kennen? Und was macht ein Fisch in Arkham? Probleme mit der Psyche, Shark. Angststörungen, ja. Aber ich kam aus meiner Heimat her. Dem Ozean? Belrev Strafanstalt. Könnt ihr euch alle mal für einen Moment konzentrieren? Das ist doch eine Falle. Wenn einer von uns das Ding berührt, kommt keiner von uns hier raus. Ah, das Gefangenendilemma. Was denn für ein Dilemma? Dieser Gefangene will hier raus. Komm schon, Captain, du bist neu hier. Ich sitze schon seit 5 beschissenen Jahren. Fühlt sich an, als wäre dieses Gespräch 5 Jahre lang. Können wir einfach... Oh, tut mir leid, Deadshot. Was stört dich? Unterbrechen wir etwa dein Festgeschnalltsein? Ich dachte immer, Deadshot wäre weiß. Und ich dachte, du hältst vielleicht mal die Fresse, du hässliches Känguru. Weil du Australier bist. Okay, also bringen wir uns jetzt gegenseitig um, oder was wird das hier? Ich will ganz ehrlich sein, ich töte jeden, um hier rauszukommen. Ich töte dich, ich töte mich selbst. Niemand wird irgendjemanden töten. Wenn niemand die Bombe nimmt, kommt Waller zurück, sieht, dass sie es nicht mit 4 durchgeknallten Vollspinnern zu tun hat, und wir kommen raus.
Also dann tun wir nichts. Exzellent. Ich bin mittlerweile geschult im... Genießt euer Nichtstun, Trottel. Vielleicht hättet ihr doch besser weniger meditiert und gelernt, wie man Schlösser knackt. Sieht nämlich so aus, dass Captain Boomerang... Niemand. Wir haben Bomben in den Köpfen. Wir haben alle verloren. Shark hat recht. Sie hat euch ausgetrickst. Das wart ihr selbst. Willkommen zur Task Force X. Schon wach, oder? Der Sohn eines Gottes schläft nie. Eine Schmach, sterblich und ihre Possen zu ertragen. Da sind wir uns ähnlich. Hatte eigentlich nicht vor, mir in Arkham weitere Probleme aufzuhalsen. Gott, da ist was in meinem Ohr! Hat eins von euch perversen Schweinen mir was ins Ohr gespritzt? In ihr Funkkommunikation. Wir hören deinen Schwachsinn jetzt echt überall. Ihr bringt mich echt so weit, die Einzelhaft zu vermissen. Immerhin bin ich nicht mehr in Arkham. Danke, ihr Deppen. Hätten wir halt einfach einen Aufstand gemacht, wie normale Leute. Aber nein! Das wäre ja viel zu einfach gewesen. Das war ein Test. Ein Psychospiel. Ich weiß nicht, ob wir ihn bestanden haben. Tja, besser 4 explodierende Köpfe als einer. Wo sollen wir hin und wer muss dran glauben? Wir sind gerüstet wie für eine Armee. Wartet! Steuert etwa dieser riesige Trottel den verdammten Zug? Sicher nicht. Ich bin noch nie mit einem Zug gereist. Oh, brillant! Na, ganz toll. Dieser Zug ist wie der Australier. Echt alt und stinkig. Da irrst du dich, Liebes. So alt bin ich überhaupt nicht. Hyman, zieh unter Bremse. Mann, ich wusste ja, wenn wir zusammenkommen, dann wird's krachen. Und ich hatte natürlich wie immer recht. Blöde Hirnbomben! Blödes Angebot! Hey, warte mal, Großer. Was ist denn?
Spürst du das da? Was spüren? Ist das ein Trick? Old School. Miss Black Ops will uns wohl was mitteilen. Oder? Das ist ein Mixtape. Glückwunsch, Task Force X. Wenn ihr das hört, hat es immerhin einer von euch zum Einsatzbereich geschafft. Danke für nichts, Shark. Schweig, Australier. Funkgeräte funktionieren so tief unten nicht. Daher muss diese Aufnahme genügen. Hier sind eure Ziele. Kann's kaum erwarten. Ihr seid mit C4-Sprengladungen ausgestattet. Setzt sie alle ein, um die Wand mit der Zeittafel zu sprengen. Geht durch. Dann aufs Dach des Gebäudes vor euch. Von dort kontaktiert ihr mich. Noch genauer ging's wohl nicht. Task Force X, hier eure Befehle. Wenn ihr sie ignoriert, euch aufteilt oder mir ans Bein pisst, werde ich die Mikrobomben zünden, die ihr euch netterweise in die Köpfe gejagt habt. Falls ihr überlebt, sprechen wir uns noch. Voila, Ende. Okay, ne? Fängt's also an. Und wie es weitergeht in der nächsten Folge, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Abo da, ne? Und kein Liken abonnieren, ja? Cheerio. Star City. Star City. Warum sollte man Gotham überhaupt verlassen?